Amber, bitte beruhige dich, ja? Wir lassen die Kisten da einfach stehen und warten auf Don Alfredo. Ach nein. Nein, Monika, was soll das denn? Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Damit erreichst du genau das Gegenteil und kommandier mich nicht rum. Ich hab dich nicht rumkommandiert. Für mich klang es aber was wie rumkommandieren. Was ist hier los? Na, was ist? Verpfeifst du mich nicht? Na gut, hier will keiner mit mir reden. Amber, so behandelst du niemanden, weder Monika noch Luna noch sonst wen. Und mich könnt ihr auch nicht so behandeln. Wie? Was meinst du damit? Bitte, Don Alfredo, Amber, wir versuchen wirklich alles, dass du dich hier wohlfühlst, ja? Ach ja? Warte, hörst du das auch? Also, ich höre es. Monika, sie hat ihre Stimme wieder, ein Wunder. Amber, reiß dich zusammen. Ich habe keine Lust darauf. Ich habe mich schon zu lange zusammengerissen. Amber, wenn du in diesem Haus leben willst, dann musst du die Regeln respektieren und dich angemessen verhalten. Und das ist genau der Punkt, den du nicht verstehst, Großvater. Was? Ich will in diesem Haus gar nicht leben, okay? Merk dir das. Was soll ich denn? Das kann wirklich niemand fassen, was Ramiro getan hat. Ich meine, wie, er gehört jetzt zu den Red Sharks. Tja, hat wohl keiner erwartet, dass er eine Maske trägt. Im Ernst, das ist echt Verrat, Luna. Naja, wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, könnte man ihn fast ein bisschen verstehen. Nein, wirklich nicht, Luna. Aber trotzdem, Ramiro ist der Einzige, der imstande ist, mit Amber, Emilia und Benicio zu skaten, richtig? Ja. Also, wie alle wissen, macht das Roller gerade eine schwere Zeit durch. Und ohne die Bahn dort können wir nicht trainieren. Ja, aber vielleicht kann uns Juliana helfen. Was denkst du? Ich meine euch, ihr seid ja die Skater. Ja. Ach, weißt du, ich bin sicher, dass Roller schafft das irgendwie. So oder so. Mhm. Obwohl, naja, es wird ein bisschen dauern. Und die Sache mit Ramiro, das ist schon okay. Du kennst ihn ja. Er muss sich ständig selbst übertreffen. Ja.